Ja, hallo, ich bin der Franz, ich bin von der Stadt Lauch, ich trainiere die U10. Ich hoffe, wir haben heute ein wunderschönes Match vor uns, dass die Kinder das umsetzen, was sie im Training gelernt haben. Wir spielen da quasi jetzt ein Jahr altersversetzt, weil meine Burschen leider in der WV-Liga dann nicht so viele Gegner haben, wo sie sich messen können. Deswegen hoffe ich, dass wir heute wirklich ein gutes Spiel sehen von beiden Seiten. Körperbetont, spielerisch gut und ja, Wetter passt auch. Ich hoffe, es funktioniert heute alles perfekt. Dankeschön. Hallo, ich bin der Martin, Vater von Florian und Lukas. Wir haben beide gespielt. Ich finde, das Match war unglaublich gut. Die erste Halbzeit haben sie spielerisch absolut überlegen gespielt. In der zweiten Hälfte, gut, das waren ein paar Auswechslungen, ein paar taktische Umstellungen, da haben sie sich schwer getan, aber am Schluss war es phänomenal. Top-Leistung von den Kindern, top eingestellt vom Trainer, also ich bin super happy. Ja. Ja, ich grüße alle anderen Eltern, eine ganz tolle Gemeinschaft bei uns im Verein, auch die Trainer, die das super machen. Und ja, vor allem die Kinder, die tagtäglich besser werden und unglaublich sind. Dankeschön. In den ersten 15 Minuten haben wir Fußball gespielt und danach haben wir einfach, ja, haben wir zu viele Fehler gemacht und bei der U11, die haben uns einfach ausgenutzt. Es war gut, haben wir zu viele Fehler gemacht, im Abseits waren wir, aber wir haben in der ersten Halbzeit 15 Minuten schon gut gespielt. Also wir haben eigentlich okay gespielt, aber dann später haben wir nicht mehr Fußball gespielt und ja. Am Anfang war es sehr gut, aber spielerisch war es sehr gut am Anfang, aber dann haben wir schnell nachgelassen und wir waren öfters im Abseits und die Verteidigung war nicht so stark. Also wir haben in den ersten 15 Minuten sehr stark das Fußballerisch sehr stark gespielt und dann haben wir nachgelassen und sehr viele Fehler gemacht. Wir waren sehr gut eigentlich in der ersten Hälfte, haben wir aber auch zu viele Fehler gemacht und dann haben wir nachgelassen und die haben zu viele Chancen gehabt und unsere Verteidigung war offen. Ja, und also in den 15 Minuten waren wir top und dann haben wir einfach gar kein Fußball mehr gespielt. Das war's. Also am Anfang in den 15 Minuten waren wir schon gut, aber die andere Hälfte waren wir dann nicht mehr die Besten. Also waren wir dann nicht mehr gut. Also wie die anderen gesagt haben, die 15 Minuten waren wirklich sehr gut. Wir haben Chancen ausgenutzt, manche auch nicht. Pässe waren sehr gut. Wir haben sie gewonnen, 10-9. Aber sie waren auch mehr, so auch mehr in Abseits als eigentlich. Ja, sie waren viele im Abseits. Und wir auch. Also die ersten 15 Minuten haben wir gut gespielt, aber haben hinten den Raum offen gemacht und die Chancen vorne nicht ausgenutzt. Und im zweiten ist es dann alles nicht mehr gut geklappt. Die Kinder haben schon von mir den nötigen Input bekommen. Sie wissen, was wir verbessern müssen, was gut war, was weniger gut war. Und ich glaube, jeder Einzelne weiß, wo er seine Schwächen ausmerzen möchte in der Zukunft, oder? Stimmt das? Ja. Genau, und in Zukunft werden wir das auch machen. Hallo Papa, ich grüße meinen Papa. Ich grüße den Trainer. Ja. Wir grüßen alle, beide Trainer. Ja, alle. Also, ich grüße meinen Hund und meine Schwester. Wie heißt denn dein Hund denn? Mein Hund heißt Rocky. Vorne heißt der Robert. Er trägt eine fette Streberbrille. Das finde ich gut. Ohne ihn ist Bayern so klein, nicht gut. Ich grüße meine Katzen und meine Mama. Arsch auf Grundeis. Und ich bin schuld. Wer trifft auch mit der Hacke und wer ärgert jeden Torwart? Hinten heißt der Lewandowski. Vorne heißt der Robert. Ich grüße meine Mama und mein Papa und mein Fisch. Robert Lewandowski, alle sagen yeah. Robert
Ich grüße meine besten Freunde von der Schule. Ich grüße meine Familie. Ja, hallo, ich grüße meine Mama, meinen Papa und meine Freunde. Ich grüße meine Opa. Ich grüße meinen Papa, meine Mama, meine ganze Schule und noch meine Schildkröte und noch meine Katze. Und ich grüße noch meinen Papa. Ich grüße noch meine Freunde. Ich auch. Ich grüße meine besten Freunde. Ich tue auch ganz Stadtlau grüßen. Okay, fertig. Fällt dir das, dann sagt er.